Ja, moin, willkommen zurück in der Muse, bei der Muse im Bonuskapitel. So, mit dem Samen sollten wir doch ihn hier füttern können. Können wir? Okay. Hilft er uns jetzt? Tütütüt. Okay. Ah, da kann ich meinen Amulett aufladen. Ja, sehr gut, vielen Dank. Ja, sehr gut. Okay, Vögli ist befriedigt. Vielen Dank auch. So, hier sollten wir doch jetzt weiterkommen, oder? Zack. Ast rein. Alles klar? Okay. Nun, It's a hallo. great honor to meet you, Calliope. My name is Lawrence. Ja, das freut mich auch. Also, ja, coole Kutte. I'm a man of the cloth. I'm renovating this place. Too bad you won't see it in all its splendor. Nun, nee, ist hier gerade jemand vorbeigerannt? Ich glaube, er ist das, ne? I haven't seen anyone. I've been completely focused on the renovations. Ah. I'm sorry. I must go attend to urgent business. When I get back, I'll help you however I can. Er ist das doch. Was für ein seltsamer Kerl. Ja, er ist doch eben. Er ist das. Ist das hier oben ein Olivenzweig? Ist es nicht. Hier wird erstmal gebimmelt. Juhu. So, drei Kerzen, drei Krönchen, rosa Blume und Oliven. Rosa Blume, Olive, Kranz, Olive, Kranz, Kranz, nicht Kranz. Was? Kerze? Eins, deux. Wo ist toi? Nee, toi sehe ich nicht. Okay, was soll man noch finden? Mörser und Stößel, Korb, Kelch und Buch. Korb, Kelch, Korb, Mörser und Stößel, Zange, Kerze, zufällig auch eine Glocke? Nee, Zange, Kerze, Buch und Mörser und Stößel. Nun, zählt das ja auch schon als Buch für damalige Verhältnisse vielleicht schon, oder? Weiß ich nicht. Buch, Mörser und Stößel. Da irgendwie so? Nee, das ist es nicht. Ja, ach hier. Mörser und Stößel. Jetzt noch das Buch, Kerze und Zange. Tja, ah, hier ist das Buch. Kerze, 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 Kerze. Und ein Zangli? Das hier ist kein Zangli. Hallo, hast du die Zange gesehen? Alles nicht. Zählt das als Zange? Tut es nicht. Zählt das? Das ist eine Zange? Okay, alles klar. Gut, Kerze. Wir haben hier nur noch diese Feuerquellen, Stellen. Eine Kerze. Liegt die irgendwo quer? Nein, leider nicht. Das ist so ein beliebtes Ding in Wimmelbildspielen, ne? So, hier, siehst du? Sowas nehme ich, ne? Du hast irgendwelche geraden, irgendwelche geometrischen Figuren, und da wird das dann gerne dran versteckt. Boah, Wortfindungsstörung, meine Güte. So, wir haben eine Zange. Herrlich. Okay, was ist das da? Die Düse fehlt. Ja, das ist ja jetzt blöd. Da ist, hier kann ich etwas reparieren. Vielleicht im Moment noch nicht. Na gut, das da ist auch etwas. Was ist denn da drin? Viel zu staubig, um etwas zu erkennen. Ja, schubst es beiseite oder öffne es einfach. Katsching! Hey! Das größte Mysterium der Welt. Die legendäre singende Höhle, der Ort, an dem Kalliope zum ersten Mal erschien. Wird unsere Muse und Patronin je zurückkehren? Oh. Die Höhle möchte ich gern erkunden. Allerdings, und da fehlt eine Blüte. Da fehlt doch was. Lappen. Cool. Hier, da ist sie ja. Wir sollen die Augenfee finden, ne? Nee, den Anhänger. Gut, sonst noch was? Nee, scheinbar nicht. Okay, kommen wir mit der Zange da hinten dran. Ja. Läuft. Speicherkarte. Juhu. So, was ist denn jetzt hier mit der Speicherkarte? Thanks. This memory card has a lot of great shots stored on it, including this one. This is the Ha. man who pushed me into the lake.
Watch yourself around him. Hm. Here, this might help you. It's been in my family for a long time. But I think you need it more than me right now. Ja, danke sehr. Vielen Dank, ein Anhänger. Es ist Larry, er ist besessen. Ja, allerdings, wieso komme ich hier noch ran? Das Wasser ist eiskalt. Okay, ich könnte hier irgendwas abkühlen oder den Lappen eintunken. Nee, leider nicht. Okay, das ist für hier, ne, der Anhänger. Ja, er ist es. I won't let you get your power back, Calliope. At dawn, your power will be mine. Nicht gut. Ich muss uns befreien und Larry aufhalten. Wieso eigentlich Larry? Habe ich irgendwas zum... Hier, Zange? Nee? Hey, ich kann sie freilassen, nachdem das Amulett aufgeladen ist. Ist denn hier irgendwo was Musikalisches? Ich glaube nicht. Nee. Achso, du, Columbine, was kannst du machen? Was hast du vor? Oh, okay, ich verstehe. Cool. Gute Idee. So, immerhin habe ich noch den Arm hier. Und jetzt lasse ich sie frei. Was? Ich meine, wie bitte? Wähle die Marken, aus deren Image oben angezeigt ist. Also, ja, okay. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht, das, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, nein. Glocke, nein, Taschenrechner, nein, die hier, den Bleistift, sie hier, Palette, Lachen, das, warte mal, das ist zu viel auf einmal. Okay, das war zu viel auf einmal. Palette, Hammer und Trompete. Palette und das Lachengesicht. Palette, Hammer und Trompete. Hier, du. Ah, der versteckt sich so dahinter. Jetzt. Okay, Hammer und Palette. Na, kommst du? Palette, da ist der Hammer. Die Palette bitte noch hier. Okay, alles klar. Calliope. Was? Ach so. K. L. O, P, L, A, I, E. A, I, E, bitte. Wenn es keine Umstände macht, das ist ein J, das zählt nicht. A, E, E. Oh, das reicht schon. Okay. We need to hurry. We can't let the spirits possess the last power source. Das sehe ich auch so. Beeilen muss ich mich auch. Ich habe keine Zeit zu verlieren. So, was haben wir denn hier? Den Lappen? Irgendwas ist doch jetzt hier passiert, ne? Ja, genau. Die Bürste nehmen wir mit und ein viel zu scharf. Ich sollte sie nicht mit bloßen Händen anfassen. Was die... Okay. Scherbe. Wir haben etwas zum Aufschneiden. Einer deiner Schützlinge wird das schon noch schon wieder richten, ne? Nein. Nein. So, was haben wir hier unten noch? Warte mal, mit der Scherbe kann ich da oben dran rumpraukeln. Das ist tatsächlich eine Option. Und da muss ich da weiter vorne, war doch noch ein Blumenfragment. Da muss ich da auch nochmal nachsehen. Das Wasser ist kalt. Hier, nee, wo war es denn? Hier im Baum, ne? Ja. Okay. Ja, sehr gut. Okay, Blumenfragment. Gut, wir könnten da schon weitermachen. Okay, es scheint tatsächlich so schon zu funktionieren. Gut, probieren wir es. Zack und... Zack. Jawohl. Handgranate. Warum das denn? Wer hat die denn hier versteckt? Was machen wir denn mit der Handgranate? Hier gab es, glaube ich, nichts mehr zu tun, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Okay, hier sind wir jetzt auch durch. Und hier waren wir sowieso schon durch, ne? Ja, hier sind wir sowieso schon durch. Okay. Also es muss hier hinten irgendwas sein. Vögli, halt dir die Ohren zu. Wir machen jetzt Dinge. Haarbürste, Zange. Warte mal, da ist doch, guck mal hier.
ob ich das Ding in die Luft jagen kann. Vielleicht geht auch eine, da ist doch eine Öse dran. Vielleicht geht das auch anders. Nein, es geht nicht anders. Vogel? Psst. Habe ich es getan? Hallo? Oh, das war eine sehr lautlose Explosion. Das war quasi eine Implosion. Und sowas... Mortals! Don't you dare get in my way! Natürlich! Ich komme immer näher ran, aber zuerst muss ich mich um das Tor kümmern. Allerdings, ich glaube, der Zauberer tat damals richtig, den zu verbannen. So, der Scheibenturm muss sich in der Mitte befinden. Du kannst lediglich klar, genau, in der Mitte. Türme von Höll 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bei einer ungeraden Anzahl immer den ersten dahin legen, wo es am Ende hin soll. Dann wird es schon am Ende passen. So und so und so. Okay, ist ein bisschen frickelig, aber kriegen wir hin. Ist kein Ding. So, wo es am Ende hin soll, ne? Also so und da und so. Okay, jetzt haben wir den schon mal. Bis jetzt haben wir eine ungerade Anzahl. Also, das heißt, der Logik folgend, dann den ersten dahin, wo es halt eben am Ende nicht hin soll. Lalala, und der Rest ist einfach nur noch. Das war falsch. Siehst du? Zack. Kann ich doch im Moment nicht. Ich war schon sehr sicher. Habe ich doch im Moment nicht aufgepasst. So, und hier. Yay, was ist das? Ach, die Düse. Ja, die Düse. Wir sehen uns erst einmal nochmal weiter an. Überall Sand. Wie konnte das passieren? Nach Jahrhunderten liegt hier überall Sand. Nochmal wimmeln. Yeah. So, drei Uhren, drei Ketten, drei Ringe. Irgendwie sowas in der Art. Kette, Ring, Kette, Uhr. Das ist nix. Kette, Ring, Kette, Kette, Uhr. Nee, ein Ring. Noch ein Ring. Hier liegt ja voll die Kohle rum. Wo kommt die denn her? Wo ist er? Ach, hier unten ist er doch. Kaputte Säge, Speerspitze und ein Dreizack. Eine Speerspitze, die ist kaputt, okay. Und der Dreizack ist hier. Yay, gut gemacht, kaputte Säge. Von den ganzen coolen Sachen nimmst du ausgerechnet das mit. Ach Mann, da ist ja ein Unsichtbarkeitskostüm. Hallo? Das will ich aber mal jetzt sehen, wie sie das als Bild dargestellt haben. 14 von 14. Die unsichtbare Kolumbine kann sich jeden unbemerkt heranschleichen. Ja, die ist total unsichtbar. Ich komme hier weiter. Ich weiß es auch nicht. Da sind schon mal Vasen. Mir fehlt aber eine Vase. Die wir natürlich nicht... Warte mal, was ist das da? Ach so. Die wir natürlich nicht am Start haben. So, von der Lötlampe. Da sagtest du, da fehlt das Ding. Gut, und jetzt? Jetzt kann ich hier irgendwas reparieren. Die Säge? Tatsächlich. Okay. Ich bin nicht sicher, ob das gut funktionieren wird. Jetzt kann ich den Hammer verwenden. Doch, total easy. Und das muss ich noch mit der Zange. Und da fährt mir draußen das eiskalte Wasser, ne? Eiskaltes Händchen. Zack, so, hier. Und schön abkühlen. Säge. Und was viel wichtiger ist, es handelt sich um eine scharfe Säge. Man soll es nicht glauben. Guck mal, der Hammer. Oh, praktisch unzerstörbar. Naja, okay. So, wo ist er? Da ist er. Was macht es da? Man weiß es nicht. Na gut, hier haben wir schon mal einen Teil der Vase. Der Baum ist ziemlich vertrocknet. Das ist echt, ja, den sollten wir mal ganz dringend gießen. Was hat er hier? Noch ein Teil. Was ist mit dir hier? Oh, Kolumbine winkt. Kolumbine macht das. Schaut ihm unter den Rock, nur darum ging es ja doch. Ich weiß es genau. So, also, zwei Teile. Was ist mit ihm? Da ist er ja. Ich werde eine Möglichkeit finden, ihn zu stoppen. Selbstverfreilich.
So, dann her. Tsching! Und diese Vase, die vorher noch kaputt gewesen, die ist jetzt wieder heil. Fump. Oh. Ach so, das ist ein Baum, an dessen Blüten halt eben diese, wie heißt das? Germanische Spange. Genau. Oh. Mhm. Etwas für unser Amulett. Vielen Dank. Und schon wurde aus dem Krieger ein Musiker. Herrlich. So. Und jetzt so. Ah nein, sag mir nicht, wer zuerst all hat. Auf dem ganzen Spielfeld dürfen lediglich grüne Marken liegen. Nur so kannst du Larry besiegen. Ach, so ein Mist. Das dauert. Okay. Aber wieso? Warte mal. Hä? Er überspringt immer nur einen, ne? Das ist jetzt blöd. Warte mal, dann mache ich das. Wie mache ich das jetzt am besten so? Okay, nee, das war dumm. Okay. So biete ich zu viel Angriffsfläche. Hm. Nee, ich kann nur da und da hingehen. Na gut, machen wir es. Vielleicht noch nicht an den Rand, ne? Ja. Ah, es geht auch über mehrere hinweg. Cool. Es geht auch über alle hinweg. Das ist leider sehr ungünstig. Haha, hat funktioniert. Doch. What happened? Where am I? Well done, detective. The evil spirit is gone forever thanks to you. You might not be an artist or a poet, but you are brave and kind. You have my blessing, always. Aww. Oh, schön. Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Ja, ich freue mich. Ja, sehr gut. Ach, herrlich. Guck mal, damit haben wir den zweiten Teil von Labyrinth of the World durch. Warte mal, aber da gibt es noch eine Sache, die wollte ich euch noch zeigen. Option. Hier, genau, das da nämlich. Jawohl, das sind die wunderbaren Menschen, die nämlich dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel überhaupt entstehen konnte. Geht das noch weiter? Doch, es gibt noch ein paar mehr. Okay, ich wollte schon sagen, die drei alleine wäre ein bisschen viel. Nun, das war der zweite Teil von Labyrinth of the World. Ich kriege das nicht flüssig raus. Die Labyrinthe der Welt. Ein paar habe ich noch am Start. Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es 6. Ich habe zumindest die ersten 5 am Start. Also ein bisschen Vergnügen bleibt uns noch. Und ja, gucken wir mal, ob ich den 6. auch noch bekomme. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und deswegen sage ich schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und lasst es uns euch gut gehen. Macht es gut. Tschüss.